Eins vorweg, Geschwister. Bitte entschuldigen, wenn es gleich ein bisschen lauter wird. Bitte entschuldigen, wenn ein junger Mann ein bisschen laut predigen will. Ich möchte es so predigen, wie der Heilige Geist es auf mir hat. Deshalb zieht mich nicht an. Hört einfach nur das Wort Gottes. Das brauchen wir. Nichts anderes. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage lautet, wie geht es dir? Wie ist dein Lebenszustand? Ist alles okay? Alles im grünen Bereich? Kannst du dir selber, du musst jetzt nicht einigen. Du kannst dir die Antwort selber beantworten. Wie geht es dir aktuell? Geistlich wie menschlich. Ist alles in Ordnung? Frage Nummer zwei möchte ich euch einfach mal als Ton weitergeben, weil es ist interessant. Ihr kennt wahrscheinlich alle diesen einen Ton. Ich glaube, das kennt ihr noch von Pac-Man, oder? Signal kommt, wenn alles gehoben ist, ne? Wenn ja du für den Stadtboden bist. Damit möchte ich die zweite Frage einfach stellen. Wenn wir aktuell uns umschauen in dieser Welt, brüllt nicht der Satan mit seinem Signalboden, dass alles gehoben ist? Möchte er uns nicht zeigen, eigentlich, dass er die Macht hat? Ja, weil die Angst kommt. Wir sehen, was los ist. Wir sehen die Zustände der Gemeinde weltweit. Verfolgung, Gnade, Kummer, Sorgen, Schmerz, Schwachheit, kalt geworden, sei es im Glauben oder in der Liebe. Ja, merkst du dieses Pac-Man, wie es am Laufen ist und sein Signal zugeht? Oder war es doch Mario? Gegen Ufer. Nichts geht mehr. Genau. Satan möchte aktuell, dass die Gemeinde Gottes Angst hat. Er möchte reinrufen, Game Over. Er möchte in uns hineinsprechen, in unserem Leben. Du hast verloren. Ja, okay, wir hören von Kriegsgeschrei und zittern. Bei uns zu Hause hörst du nur noch, mach es nicht, wir werden eh sterben. Ja? Hörst du dieses Signal von Pac-Man? Die Stimme des Feindes? Ich möchte einfach reden, wie der Heilige Geist ist. Es ist eine wichtige Zeit, wie Mose gesagt hat, in der Gegenwart Gottes zu verweilen. Deshalb bin ich Gott vom Herzen, Kinder Gottes, dankbar, heute hier sein zu dürfen und die mächtige Lobpreiszeit mit zu feiern, in dem wir zu machen. Weil es wichtig ist, es erbaut. Gerade jetzt, wenn Pac-Man rumgeht, wie ein brüllender Löwe. Ja. Die erste Bibelstelle für heute. Wenn du die Bibel dabei hast, ich hoffe, das ist ein Kind Gottes,